Die Tragödie von Genua hat noch einmal dramatisch auf traurige Weise gezeigt, wie wichtig regelmäßige Investitionen in unsere Kerninfrastruktur sind. Funktionierende Transportwege, Wasserversorgung, Müllentsorgung, Stromnetze, all das und mehr. Ohne dies ist ein lebenswertes Umfeld nicht möglich. Fragen dazu an Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer bei Veritas Investment. Das Thema Kerninfrastruktur, sagen Sie, sei sogar die Basis aller Volkswirtschaften. Warum? Ja, das kann man definitiv so sagen, Herr Franek. Das ist ganz simpel. Stellen Sie sich vor, was machen Sie morgens als erstes, wenn Sie aufstehen oder noch davor? Sie werden geweckt durch Ihren Wecker, das heißt, der braucht irgendwo Strom. So, dann gehen Sie sicherlich duschen, dann brauchen Sie Wasser, dann wollen Sie einen Kaffee trinken, brauchen Sie nochmal Wasser und Elektrizität etc. Danach wollen Sie ins Büro fahren oder an die Börse. Sie brauchen Straßen, Sie brauchen Verkehrswege. Und deshalb kann man sagen, ohne diese Adern, ohne diese Lebensadern, ist ein modernes Leben für uns eigentlich gar nicht mehr vorstellbar und noch nicht durchführbar. Und genau diese Kerninfrastruktur, also Wasserversorgung, Energieversorgung, Straßennetze, Schienennetze, Häfen, Flughäfen, die bilden das Rückgrat. Und deshalb sind wir bei Veritas der Ansicht, man sollte sich genau mit diesen Themen auseinandersetzen. Und weil Sie gerade vorhin Genua angesprochen haben, das ist sicherlich ein Beispiel dafür, wie man eine Kerninfrastruktur, nämlich eine Straße, in dem Moment eine Brücke, vielleicht etwas vernachlässigt hat. Und das hat nun mal sehr erschreckend gezeigt, zu was für katastrophalen Folgen das führen kann. Daneben werden wir immer mehr Menschen auf dieser Welt. 8 Milliarden sind es jetzt circa. Und die Prognosen zeigen allesamt natürlich nach oben. Und wir sehen parallel einen weiteren Trend, nämlich den der Urbanisierung, dass dieses mehr an Menschen in die Städte hineintreibt. Haben Sie eine Erklärung dafür? Und um es mal vielleicht etwas salopp zu sagen, ist es nicht vielleicht sogar ganz gut so, dass immer mehr Menschen in die Städte gehen, weil dann weniger Investitionen, teure Investitionen auf dem Land gebraucht werden? Ja. Zu diesem Schluss könnte man bei einfachem Betrachten vielleicht sogar kommen. Man könnte sagen, ist ja schön und gut, wir können das alles fokussieren auf wenige Großbereiche und müssen nicht mehr Schienenwege in die entferntesten Gegenden eines Landes aufrechterhalten. Das Ganze ist allerdings ein klein wenig komplizierter. Nehmen Sie so eine Großstadtregion wie Hamburg zum Beispiel, Metropolregion Hamburg. Dort ist es nun so, dass der Speckgürtel seit Jahren wächst. Das heißt, in den Speckgürtel der Stadt ziehen immer mehr Menschen. Die brauchen immer mehr Wohnraum, die brauchen immer mehr Schulen, das ist das eine, aber die müssen natürlich auch, wie vorhin schon gesagt, jeden Morgen Wasser nutzen können, Elektrizität nutzen können etc. Nun hat man dort vorhandene Verteilwege, die sagen wir mal bis zu einem bestimmten Radius reichen. Wenn dieser Radius aber gesprengt wird, und das passiert momentan in allen Megastädten und in Großstadtregionen, dann müssen sie diese Verteilwege und die Straßen, die dorthin führen, auch wiederum erweitern. Und das sind dann richtig Neuinvestitionen, Neubau von Kerninfrastruktur. Das kostet natürlich eine Menge Geld, ist aber zwingend notwendig, weil die Leute nun mal genau diese Tendenz haben, seit vielen Jahrzehnten in die Ballungsräume zu ziehen. Und momentan ist nicht abzusehen, dass sich das wieder umkehrt. Dort ist Arbeit. Viel Arbeit sogar, ja. Neben der Urbanisierung ist natürlich das Thema Wasserversorgung ganz, ganz entscheidend. Diejenigen, die sauberes Wasser haben, werden diejenigen sein, die auch weiterhin ein lebenswertes Umfeld haben. Gleichwohl gibt es immer mehr Menschen, die dieses saubere Wasser nicht haben. Dazu kommt auch noch, das habe ich mit großem Interesse gelesen, dass wir immer mehr sogenanntes virtuelles Wasser verbrauchen. Und auch das haben Sie analysiert. Was verbirgt sich dahinter? Ja, das virtuelle Wasser, das ist das, was Sie sozusagen implizit nutzen, dadurch, dass Sie zum Beispiel ein Steak essen. Was schätzen Sie denn, was es an Wasser braucht, um ein Rind zu produzieren? Das sind über 15.000 Liter Wasser, die da notwendig sind. Und wenn Sie das runterrechnen auf den täglichen virtuellen Wasserverbrauch eines Bundesbürgers, dann liegt der zwischen 4.000 und 5.000 Liter. Weil für alles, was wir nutzen, was wir konsumieren, was wir produzieren, wird Wasser benötigt. Und das hat natürlich enorme Mengen. Der tatsächliche Wasserverbrauch in Deutschland pro Kopf, der liegt irgendwo so in der Größenordnung 122 Liter. Das ist deutlich weniger als zum Beispiel die Amerikaner, aber viel, viel mehr als man zum Beispiel in Indien verbraucht. Da sind das 25 Liter am Tag. Das heißt, wir gehen schon relativ verschwenderisch damit um im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und diese virtuelle Wasserverbrauchszahl, die spitzt das eben nochmal zu, indem alles reingerechnet wird, was wir täglich verbrauchen, was aber unter Nutzung von Wasser produziert wird. Wir sind hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt, Herr Rogowski, und da wollen wir uns natürlich nicht nur über Kerninfrastruktur unterhalten, sondern auch über die Chancen, die dieses Thema für Anleger mit sich bringt, diskutieren. Wo liegen die Vorzüge in erster Linie für den Investor?
Für den Investor hat Kerninfrastruktur einige ganz wesentliche Vorteile. Nehmen wir das Beispiel einer Brücke oder einer Straße. Solche Dinge sind kaum substituierbar oder kopierbar. Wenn Sie irgendwo eine Brücke haben, dann wird daneben keine zweite gebaut. Wenn es eine Straße gibt oder ein Gasnetz, dann wird daneben kein zweites gebaut. Das heißt, für einen Investor, der sich das zunutze macht, haben Sie ganz sichere Cashflows. Ganz sichere Erträge generieren diese Unternehmen, können deshalb auch gute Dividenden zahlen und sind sehr stabil. Stabil heißt relativ unabhängig von der Konjunkturentwicklung. Weil Sie duschen morgens, egal ob gerade Rezession ist oder Hochkonjunktur. Genauso ist es auch mit dem Stromverbrauch in vielen Bereichen oder mit der Straßennutzung etc. Das Zweite, die meisten dieser Unternehmen haben Nutzungsverträge, die dafür sorgen, dass auch die Inflation kein Problem ist, weil diese Verträge inflationsindexiert sind. Also sollte es Preissteigerungen geben, dann verdienen diese Unternehmen auch entsprechend mehr. Das sind eben Merkmale, die dazu führen, dass diese Unternehmen sehr stabil sind in ihrer Wertentwicklung und deshalb sehr gut geeignet für Privatanleger, um Vorsorge zu betreiben, Vermögen aufzubauen. Sie können all diese Themen mithilfe des Very Listed Infrastructure, einem Fonds aus Ihrem Hause, recht gut abbilden, auch diese Vorzüge. Frage natürlich am Ende unseres Gesprächs, mit welchem Erfolg bisher, Herr Rogowski? Da würde ich jetzt ganz gern referenzieren auf das ganz aktuelle Jahr, weil wir haben diese Strategie am Laufen seit Mai 2014. In diesem Gesamtzeitraum seit Mai 2014 per Stand heute hat der Fonds ungefähr knapp 50% gemacht. Das ist nicht so schlecht, aber in diesem Jahr fällt etwas besonders auf. Unser Fonds liegt in diesem Jahr per Stand heute bei knapp 5% im Plus. Wenn Sie sich den DAX anschauen, dann steht da eine dicke Minuszahl und das gilt für die meisten großen Aktienindizes. Das heißt, Kerninfrastruktur hat als Investitionsalternative wieder genau das erfüllt, was wir uns davon erwarten, Stabilität in turbulenten Phasen. Also wir können das Fazit ziehen, diese Strategie mit Fokussierung auf Kerninfrastruktur funktioniert. Schönes Schlusswort, Kerninfrastruktur als Depotbeimischung, erläutert von Dr. Dirk Rogowski von Veritas Investment hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Herzlichen Dank für den Besuch, Herr Rogowski. Gerne.